Der Beef zwischen Kollega und Samariter ist erneut am Eskalieren. Bereits vor ein paar Wochen sorgte er bereits für mächtig Schlagzeilen. Damals machte sich Kollega nach etlichen Ansagen seitens Samariter auf den Weg zu ihm. Dabei folgten mehrere Insta-Stories, wo Kollega vor seiner Haustür steht mit seiner ganzen Entourage. Am Ende kam es jedoch offiziell nicht zu einer direkten Konfrontation der beiden Rapper. Sogar ein Frieden-Statement wurde von beiden Seiten via Instagram abgegeben. Samariter wollte das Ganze aber nach ein paar Wochen wohl doch nicht auf sich sitzen lassen. Zumindest folgten dann wieder urplötzlich Ansagen von ihm auf Instagram. Darin forderte er Kollega zu einem 1 gegen 1 auf und warnte ihn vor seinem kommenden Diss-Track Omega 2. Und letzte Nacht leistete er sich dann wieder die nächste große Provokation gegen Kollega. Er postete sich nämlich mit einem Foto vor Kollegas Auto. In seinen Stories rief er dann erneut dazu auf, dass Kollega sich seinen Mann stellen soll und gegen Samariter kämpfen soll. Außerdem postete er ein Foto, auf dem er auf den Wagen von Kollega sitzt und erklärt, dass er 40 Minuten auf ihn gewartet haben soll. Kollega reagierte mit einem Foto, wo er an derselben Stelle steht, auf der Samariter auf dem Foto zuvor stand. Von dem Hagener fehlt zu dem Zeitpunkt jede Spur. Was seitdem zwischen den beiden passiert ist, lässt sich nicht sagen. Seit 10 Stunden hat sich kein Rapper zu Wort gemeldet. Was geht ab, Leute? Auf jeden Fall Toni, du alter Lolli. Ich bin gefühlt den halben Tag hier schon vor deinem Auto. Ich weiß nicht, wo du dich versteckst. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall seh mal zu, dass du hier zu deinem Auto kommst. Die Haare sind ein bisschen läsch, aber ich bin am Start. Egal wo, egal wann, Samariter ist da. So, wo ist meine Armee jetzt mit 15 Leuten hier? Ich glaube nicht, dass in diese Waage 15 Leute reinpassen, du kleiner Lutscher. Auf jeden Fall, Leute, das ist zu 100% das Waage. Du weißt Bescheid, du Rotzlöffel. Du hast noch eine halbe Stunde Zeit, ich bin hier. Ich warte doch nicht den ganzen Tag, Alter, bis du zu deinem verschissenen Auto kommst. Und du versteckst dich irgendwo in Essen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, falls da noch was passieren sollte. Eure Meinung zu dem ganzen Konflikt gerne unten in die Kommentare. Ansonsten haben wir noch weitere News und Videos, die ihr gerne abchecken könnt. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.